Umweltprobleme in der DDR. Die DDR wurde unter anderem durch den Braunkohleabbau verschmutzt. Außerdem trugen Autoabgase dazu bei. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Industrie sowie die Kraftwerke keine Vorbehandlungsanlagen für ihre Abgase hatten oder diese nur wenig effektiv waren. Gründe für die Umweltverschmutzung in der DDR waren unter anderem das Wirtschaftswachstum und der Druck durch die Planwirtschaft, außerdem der Mangel an Geld und gesetzlichen Grundlagen. Folgen der Umweltverschmutzung waren unter anderem ein massives Waldsterben, außerdem wurde die komplette Umwelt vergiftet und verseucht. Dies wirkte sich auch negativ auf die Bevölkerung aus, da sie dadurch öfter krank wurde oder zum Beispiel in bestimmten Gebieten öfter ihr Haus renovieren mussten. Laut der DDR-Führung gab es allerdings keine größeren Umweltprobleme. So meinte Erich Honecker 1986, dass die Wälder in einem guten Zustand seien und dass sie noch nie sauren Regen erlebt hätten.